das angesagteste Treffen der Wirtschaft und Politik rund um das Hahnenkammrennen 2007 ist zweifelsohne der offizielle Hahnenkammempfang im Grand Hotel. So manch historische Entscheidung wurde hier rund um das Sportspektakel getätigt. Herr Bundespräsident, natürlich ist auch für Sie das Hahnenkammrennen immer wieder ein Fixpunkt. Seit wann kommen Sie zum Hahnenkammrennen nach Kitzbühel? Ja, relativ regelmäßig, seit ich Bundespräsident bin. Vorher als Sportfreund, Skifreund, Naturfreundepräsident, wenn es sich gerade ausgegangen ist. Was hat Sie früher als Sportfan am Hahnenkammrennen fasziniert und was ist es jetzt, was es für Sie als Bundespräsident ausmacht? Naja, ich habe Fußball und Skifahren als die beiden Sportarten immer betrachtet, die mir am meisten Spaß gemacht haben, neben Bergsteigen. Und wenn man selber ein Skifahrer ist, dann kann man die unglaublichen Leistungen einigermaßen beurteilen, die bei einem solchen Rennen erbracht werden. Also ob das jetzt ein Abfahrtslauf oder ein Slalom ist, das ist athletisch, das ist Körperbeherrschung, das ist Training bis zum äußersten Punkt, Disziplin, und das ist schon eindrucksvoll. Gerade heute beim offiziellen Hahnenkammempfang hier im Grand Hotel, aber ganz prinzipiell beim Hahnenkammrennen sind viele Vertreter aus der Politik anwesend. Was können sich Politiker von unseren Skistars abschauen? Ich glaube, man kann sich von jedem Mensch, der in seinem Gebiet viel leistet, ob das eine Krankenschwester ist oder ein Sportler oder ein Stahlarbeiter, man kann sich überall was abschauen, und ich möchte auch alle Menschen, die eindrucksvolle Leistungen erbringen, in gleicher Weise bewundern. Jetzt wurden ja leider die Speed-Bewerbe hier in Kitzbühel abgesagt. Wird das Hahnenkammrennen darunter leiden? Was glauben Sie? Also in meiner Sicht nicht. Ich finde, es wird trotzdem ein tolles Rennen werden. Die Umgebung ist wunderbar, die Stimmung ist gut. Und dafür, dass die Schneelage nicht ganz ideal ist, dafür können die Kitzbühler nichts. Also für mich ist keine Beeinträchtigung. Morgen und übermorgen stehen uns jetzt zwei Slaloms bevor. Wem drücken Sie die Daumen? Eigentlich schon den Österreichern. Aber ich bin jedem Sportler, möchte ich Anerkennung aussprechen. Aber natürlich drückt man für Rot-Weiß-Rot. Darum haben wir ja auch die rot-weiß-rote Fahne hinter uns. Sie hetzen von einer Veranstaltung zur nächsten. Sie waren schon im Tirolerhof beim Einkehrschwung, jetzt hier beim offiziellen Hahnenkammempfang. Wo müssen Sie noch hin? Ich werde heute noch den Bundespräsidenten begleiten und ich begleite ihn, solange er dies wünscht. Und dann ergibt sich daraus, ob ich noch Zeit habe. Wenn ich dann noch Zeit übrig habe, werde ich die Weißwurstparty beim Stanglwirt besuchen, weil ich dort gute Freunde, Minister treffe und mit denen einige nicht nur Gedanken austausche, sondern auch hoffe, Wünsche Tirols unterbringen zu können. Das Hahnenkammrennen ist immer wieder ein Highlight in ganz Tirol, auch in ganz Österreich. Wie wichtig ist es, dass das Rennen jetzt doch noch zustande gekommen ist? Es ist für den Tiroler Tourismus unverzichtbar. Es ist für Österreich eine hervorragende Werbung. Kitzbühel wird zum Hauptstadt des Wintersports während des Hahnenkammrennens. Und ich habe die Gelegenheit, am Rande dieses Hahnenkammrennens international bedeutende Wirtschaftskapitäne zu treffen und Politiker. Und das hat dem Land Tirol noch nie geschadet. Also die Granden aus Wirtschaft und Politik sind anwesend. Worüber wird heute mehr gesprochen? Über Politik oder über den Skisport? Also heute sicherlich eher über die Politik. Morgen über den Skisport, insbesondere während des Rennens und nach dem Rennen. Ich hoffe, dass ein Tiroler gewinnt. Bin auch nicht böse und freue mich, wenn ein Österreicher gewinnt. Und wenn jemand anderer gewinnt, so schadet das der Reputation des Tourismuslandes Tirol in keiner Weise.
geben Sie kurz einen Tipp ab, wer wird morgen gewinnen und wer wird am Sonntag gewinnen? Was glauben Sie? Ich kann keinen Tipp abgeben. Ich würde mir wünschen, wenn Benny Reich eines der Rennen gewinnt, und zwar nicht deshalb, weil ich andere wie den Mario Matt oder den Pranger von den Tiroler Slalomläufern mit Siegeschancen nicht schätze, freue mich auch über deren gute Platzierung oder Siege, aber ich war Mitgründer des Benny Reich Clubs, und wenn ich einmal eine Zusage gegeben habe und eine Präferenz, dann bleibt es bei mir dabei. Herr Landeshauptmann, herzlichen Dank fürs Gespräch und noch viel Elan für die nächsten Veranstaltungen. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Für den ORF ist das Hahnenkammrennen von Jahr zu Jahr wieder eine Herausforderung für einen Mann, aber in diesem Jahr ganz besonders, den Hans Huber, den neuen Sportchef. Waren Sie eigentlich nervös heuer vor dem Hahnenkammrennen? Nein, nervös bin ich bei solchen Dingen nicht mehr. Ich war auch oft in Kitzbühel, allerdings noch in der Zeit, wo ich sowohl für den ORF als auch für eine Zeitung geschrieben habe. Und da habe ich das Hahnenkammrennen sehr oft miterlebt. Nervös war ich heuer ein bisschen, vielleicht deshalb, weil ich um die viele Arbeit gezittert habe, die sich die Kitzbühler angetan haben, hier um dieses Rennen zu retten. Leider wurde es dann von diesem schrecklichen Orkan verweht, nämlich die Abfahrt. Aber ich bin froh, dass die beiden Slaloms durchgeführt werden können. Und Kitzbühel hat eben ein ganz eigenes Flair und gehört zum Sportprogramm einfach dazu. Jetzt nicht nur, weil es viele Zuschauer bringt, sondern auch, weil die Zuschauer das erwarten. Vom Jahresablauf Kitzbühel ist sicherlich ein Fixpunkt im Fernsehverhalten der Österreicher. Viel Arbeit hat natürlich auch der ORF mit dem Hahnenkammrennen. Wann beginnen denn bei Ihnen die Vorbereitungen für Kitzbühel? Naja, die Vorbereitungen, das beginnt schon ein halbes Jahr vorher. Da beginnt einmal die Planung, wie die Rennen aussehen, nämlich wie die Gestaltung der Berichte der Rennen aussehen wird. Und wenn einmal feststeht, welche Bewerbe gefahren werden, so wie es heuer gewesen wäre, Super-G, Abfahrt und Slalom, dann beginnt man also die Sendezeiten einzuplanen und so weiter und so weiter. Aber die Intensivvorbereitung beginnt dann etwa eine Woche vorher, vor allem für Technik und Regie, wenn dann die Ü-Wagen hier anreisen und wenn der Regisseur die Plätze aussucht. Da gibt es aber auch schon vorher Begehungen, weil auch die Regisseure den Ehrgeiz haben, immer wieder neue Standplätze auszukundschaften, neue attraktive Szenen den Zuschauern zu liefern. Und daher gibt es da schon sehr intensive Vorbereitungen. Darum ist es doppelt bedauerlich, wenn dann so ein Rennen wie die Abfahrt abgesagt wird. Aber auch der Slalom war heuer eine ganz besondere Herausforderung, weil er ja auf einer Strecke gefahren wird, die schon lange nicht mehr gefahren wurde. Daher mussten neue Positionen gefunden werden, neue Standplätze errichtet werden, Podeste errichtet werden. Also es ist schon eine große Herausforderung gewesen, vor allem der Umbau, nachdem die Abfahrt dann endgültig abgesagt wurde, auf diese Slalomstrecke. Über die Arbeit der Regie werden wir uns übrigens morgen noch genauer informieren. Wir werden nämlich beim Fritz Melchert und beim Michael Kögler vorbeischauen im Ü-Wagen. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da hören werden. Herr Huber, noch einmal zu Ihnen. Was macht eigentlich Kitzbühel besonders für den ORF oder für Sie persönlich? Ja, Kitzbühel hat eben ein ganz besonderes Flair. Ich meine, es gibt viele attraktive Skirennen, aber es gibt sicherlich kein Skirennen, das ein derartiges Charisma hat wie Kitzbühel. Das ist einmal diese besondere Abfahrt, das ist aber auch der besondere Slalomhang, das ist die Tradition, das sind die großen Namen, die man mit Kitzbühel verbindet, von Toni Seiler über Hinterseher, nämlich Ernst und Hansi, Hias Leitner, Christian Prafter und wie sie alle heißen. Und die haben natürlich die Sportfreunde, vor allem die Älteren, schon durch ihr Leben begleitet. Und die sind ein Begriff und daher wird Kitzbühel immer ein im Begriff des Skisports im Besonderen sein.
Und ich glaube einfach, dass dieses Hahnenkammrennen auch in den nächsten 20, 30 Jahren zu den Höhepunkten des Skiwinters zählen wird, weil es besonders attraktiv ist, weil hier so viel Prominenz ist, weil hier sich so viele VIPs für den Skisport interessieren wie nirgendwo anders. Selbst eine Weltmeisterschaft hat nicht so ein Medieninteresse und Medienaufkommen wie dieses Wochenende in Kitz. Jetzt brauchen wir noch einen Tipp vom Sportchef. Wer wird sich bei den kommenden Rennen in die Liste der Hahnenkamm-Sieger rein? Was glauben Sie? Naja, morgen, also am Samstag, ist es ja kein wirklicher Hahnenkamm-Sieger, weil es das Ersatzrennen für Wengen ist. Am Sonntag ist es dann der Hahnenkamm-Sieger im Slalom. Ja, ich glaube, gerade im Slalom ist der Favoritenkreis jetzt so weit, weil es so viele starke Leute gibt auf dieser Strecke, die anscheinend zum Tempobolzen einlädt, auch die Gefahr zum Einfädeln relativ groß ist. Aber ich hoffe schon, dass da die Österreicher, also vor allem Matt und Reich, ganz vorne mit dabei sind. Bode Miller ist zwar immer ausgeschieden bisher im Slalom heuer, aber ist auch nicht zu unterschätzen. Ballander, Larsson, also es ist schon Rocker, nicht zu vergessen. Also es gibt schon einen sehr großen Kreis an Sieganwärtern und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Österreicher, der gerade in Kitz seine Form wiederfindet, wie Manfred Pranger beispielsweise, der vor 2 Jahren hier gewonnen hat. Also das werden schon ganz große und spannende Rennen. Wir sind gespannt und freuen uns auf viele spannende Bilder vom ORF. Herr Huber, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte, gerne.